Schönen guten Tag, ich präsentiere Ihnen nun die Neuerung in der Mastercam X6-Version im Bereich CAD. Wir beginnen hier mit dem Design, mit dem CAD-Part. Neue Funktion ist der Bereich der Erkennung über Öffnungswinkel. Ich möchte von verschiedenen Bögen möchte verschiedene Bögen markieren und diese Markierung über einen Öffnungswinkel beschränken. Ich ändere hier meine Farbe ab und sage einfach alle Zusatz. Ich habe hier die Möglichkeit zu sagen Öffnung und kann hier einen Öffnungswinkel eingeben. Diesen Öffnungswinkel kann man beschränken auf einen gleichen Winkel bzw. ungleich. Kleiner gleich, größer gleich, ne? Und das Ganze dann halt über die Filterfunktion halt eingrenzen. Ich nehme jetzt diese Funktion größer gleich und möchte jetzt Bögen filtern, die dieser Referenz entsprechen, beziehungsweise auch darüber hinausgehen. Ich sage okay und er wird alle Bögen markieren, die größer oder gleich einem Öffnungswinkel von 150 Grad entsprechen. Ich ändere von diesen Bögen die Farbe und habe somit diese Bögen markiert, die dieser Referenz entsprechen. Eine weitere Funktion wäre das Trimmen von Geometrien an Solidkanten. Ich habe hier einen Volumenkörper. Auf diesem Volumenkörper befinden sich Geometrien. Diese überstehenden Geometrien möchte ich jetzt an der Kante des Solids automatisch abtrennen. Dazu nutze ich diese Funktion Trimmen, Trennen, Verlängern und sage hier oben Teilen, Löschen. Ich bewege die Maus über die überstehenden Enden der Geometrien und die werden hier automatisch erkannt und durch das Anklicken automatisch entfernt. Damit kann ich jetzt an Solidkanten Geometrien automatisch abtrimmen oder auch nur auftrennen. Eine weitere Funktion ist das Trimmen von Flächen an Solids. Ich habe hier eine Kombination aus einem Volumenkörper und Flächen bzw. einer Fläche. Und möchte jetzt diese magentafarbene Fläche hier trimmen, beziehungsweise mein Solid an dieser magentafarbenen Fläche abtrimmen. Ich wähle diese Solid-Funktion an, sage Trimmen und entscheide mich hier über die Flächenfunktion, welche Fläche will ich anwählen. Das wäre der Bereich magentafarbene Fläche. Und das Ganze kann ich jetzt entscheiden an der getrimmten Fläche abtrimmen oder die Ursprungsfläche verwenden. Ich nehme als Variante die getrimmte Fläche, werde mein Bauteil einmal in den Drahtmodellmodus zurücksetzen, um die Richtung zu sehen, in die ich halt trimmen möchte, nach unten oder nach oben. Ich entscheide mich für den unteren Bereich und sage OK. Der Bereich wird oben entfernt, an der Fläche abgetrimmt. Die andere Variante wäre der Bereich an der Ursprungsfläche zu trimmen. Dazu werde ich wieder die Trimmfunktion aktivieren, markiere meine Fläche und sage in dem Fall an Ursprungsfläche abtrimmen. Die Richtung meines Pfeiles bleibt bestehen nach unten und ich sage jetzt okay. In dem Fall wird die Krümmung weitergeführt von der Basisfläche und an diesem Volumen abgetrimmt. Ergebnis in dem Fall ein anderes. Die nächste Funktion wäre das Trennen oder Trimmen oder Schneiden. Aufteilen von Splines.
Ich habe hier eine Geometrie mit Linien und einem Spline. Diesen Spline möchte ich jetzt in gewisse Bereiche auftrennen oder auch Bereiche rauslöschen. Das wiederum mache ich über diese Trim, Trennen, Verlängern-Funktion, über das Teilen. Mit der Maus markiere ich Bereiche, die entfernt werden sollen. Diese wiederum werden angezeigt gestrichelt. Dieser Bereich würde entfernt werden. Je nachdem, welchen Bereich ich aktiviere, werden verschiedene Ergebnisse erzielt. Ich trimme hier oben oder lösche diesen Bereich hier oben raus, werde meinen Spline unterbrechen, hier raus löschen und das Ende auch wieder abschneiden. Damit wird der Spline in verschiedene Segmente aufgetrennt oder wie in diesem Beispiel rausgelöscht. Eine neue Funktion über das Menü X-Form ist die Funktion Anpassen. Das Anpassen erlaubt es mir, Geometrien an einem Vektor auszurichten, beziehungsweise auch Kopien zu erstellen und diese auch in ihrer Lage zu verändern. Dazu gehe ich auf das Menü X-Form und wähle die Funktion an Anpassen. Ich wähle zuerst meine Geometrie aus und danach den Vektor. Über das Vorschaufenster kann ich jetzt erkennen, was auf dem Bildschirm passiert. Ich habe die Möglichkeit, meine Geometrie an diesem Vektor zu platzieren, zu verschieben, beziehungsweise auch Kopien zu erstellen. Ich habe hier verschiedene Abmaße, kann verschiedene Werte eingeben oder auch gleiche Werte. Ich habe hier einen Wert im linken Bereich von 20 und sage einen ungleichen Wert auf dem rechten Bereich von 40 mm. Ich erstelle mehrere Exemplare. Ich mache jetzt mal eine Kopie, drei Elemente. Drei Exemplare will ich erzeugen, die jeweils an deren äußeren Kanten um 20 mm auf der linken Seite und im rechten Bereich um 40 mm diesen Vektor überragen. Das Ganze kann man jetzt zentrieren. Man kann das auf die äußeren Begrenzungen schieben oder auch vermitteln, dass diese Geometrien dann halt auf die Mitte verschoben werden, beziehungsweise wieder an die äußeren Kanten gesetzt werden. Die Anzahl der Exemplare ist hier variabel. Ich habe dann die Möglichkeit, über einen fest definierten Teileabstand zu arbeiten, den ich hier eingeben kann. Und danach wird auch der Abstand über einen festen Wert definiert. Diese Justierung kann man hier über die Ausrichtung der Bauteile mittig ausführen, beziehungsweise auch jeweils an die linke oder rechte Vektorenbegrenzung über diese Maße, die hier oben aktiviert wurden. Eine weitere Möglichkeit ist, das Bauteil an den Vektor ranzuführen über einen festen Abstandswert. Ich habe einen Vektorenversatz, ändere hier meinen Wert ab und kann jetzt hier mit Klickbewegung, manueller Eingabe oder mit den Drehfeldern diese Geometrien weiter an diesen Vektor ranführen, beziehungsweise durch andere Vorzeichen auf die andere Seite des Vektors setzen. Das Ganze können Sie mit den Drehfeldoptionen nutzen oder eben mit einer manuellen Eingabe. Eine weitere Möglichkeit ist die Rotation, die Ausrichtung an diesem Vektor. Bleibt das Teil so, wie es ist, oder möchte ich es definiert dort platzieren? Über eine Ausrichtungsbox wird das Teil gedreht und zum Vektor ausgerichtet, beziehungsweise über die Variante Ausrichtungsgeometrie gedreht und auch hier in Richtung des Vektors über einen festen Wert nochmal platziert werden. Dabei kann die Anzahl der Exemplare geändert werden, die Abstände, ne, der Versatz als solches oder auch die Möglichkeit, das zu machen über eine Ausrichtung oder das ohne Ausrichtung zu definieren. Ist mein Ergebnis zufriedenstellend, kann ich das Ganze über die Vorschau immer wieder überprüfen. Und wenn ich mich entscheide, das so zu lassen, würde ich das Ganze beenden und sage, okay, damit wird eine Kopie erstellt, das Original bleibt erhalten und meine Kopien werden an dem Vektor platziert. Das wäre
erstmal der Bereich für die Funktion x6 CAD.